YouTube-Menschen da draußen, willkommen zurück zu eurem Lieblingsort, nämlich den Backrooms. Mit dabei, ich kontrolliere gerade mal den Ausweis. Ja, es ist Gnu. Gnu ist auch mit dabei. Die echte Gnu. Nicht die Fake Gnu. Hier rennt auch immer noch eine Fake Gnu. Aber die ist nicht mit dabei, sondern die echte. Okay, und ich bin auch der echte Keystraw. Und Leute, wir sind schon einige Levels weitergekommen. Den ersten Part findet ihr von uns beiden unten in der Beschreibung. Und ja, ich hab Bock. Ich bin gespannt, was wir tun müssen. Wir hatten keine Ahnung, aber es wird schon. Wir müssen jetzt einchecken. Einfach hier drüben hin. Ding, 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 ding. Ja, hallo, Anhang, bitte. Oh, wir haben Bugspray. Kann ich gar nicht mitnehmen, warte mal. Oh, ich bin randvoll. Ja, deswegen, wir sind randvoll. Jetzt erst. Wir sind randvoll, Kisi. Oh, ich will aber eigentlich gar nichts. Ich verliere aber auch ganz gut, sehe ich gerade, Psyche. Ab mit einer Mandelmilch. Vielleicht hau ich einfach hier mein Brecheisen weg, ich weiß nicht. Also wenn hier schon so viel Bugspray steht. Man wird es brauchen, definitiv. Ja, sollten wir es auch annehmen. Ich nehme aber nochmal schnell so einen schnellen Drinky-Minky. Kann es sein, dass wir Kammerjäger jetzt hier in den Backrooms sind? Ich meine, wir haben die richtigen Klamotten an, oder? Ja, aber es wurden doch letztes Mal die Motten schon angeteased, oder? Kann es sein, dass es damit was zu tun hat? Do you remember? Echt, da wurden Motten angeteased? Oder war das nicht in dem? Ich kann... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh, ich habe was gefunden. Knopf. Stimmt, hier hat er überall Knöpfe, die muss man, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge irgendwie drücken. Ja, der ist schon mal gedrückt und akzeptiert. Der auch. Ja, und jetzt? Da ist noch einer. Aber das glaube ich jetzt nicht, dass wir von Anfang an direkt blind die richtige Reihenfolge haben. Weiß nicht, ob die richtige... Ah, das muss aufgehen, ne? Nee, der hat es zurückgesetzt. Vielleicht vom Alter her, was da drauf? Von Alter her wahrscheinlich, oder? Ja, aber guck mal, wenn ich... Bleib mal bei dem. Bleibt der noch aktiv? Oder hat er sich zurückgesetzt? Nee, der bleibt aktiv. Ja, dann drücke ich mal den da jetzt. Jetzt haben sich alle wieder zurückgesetzt. Nee, da ist irgendwie... Das Mädchen ist 2. Dann drück mal gleich den da hinten, wo du gerade standst. Jetzt drück mal den. Yes. Hast du gedrückt? Mit F. Warte, ja. Und jetzt drück ich auch nochmal. Nee. Vielleicht wirklich vom Alter her. Dann wäre das jetzt... Warte mal kurz, ich drück den, dann drückst du das Mädchen. Das Mädchen ist aber doch jünger. Ah nee, oder? Dann kommt er, genau. Aber es sind trotzdem alle an. Der geht aber nicht an jetzt. Ich glaube, dass es tatsächlich vielleicht vom Alter oder Zeit. Ist. Ist es wieder so ein Zeitding? Nee. Okay, Alter wäre dann das Mädchen zuerst. Oh, warte, dann warte. Den Burschen da hinten. Kann ich nicht mehr ausmachen. Okay, jetzt sind wieder 3 an. Jetzt drücke ich den da. Also nochmal, ich habe außerdem den hier gedrückt. So, jetzt. Also, das wäre das Mädchen. Dann Mädchen. Der junge Dude hier oben. Ist der andere... Der ist deutlich älter hier. Da sitzt ja schon im Rollstuhl. Der ist älter, der da hinten. Ja. Nee, war da dann der? Dem, genau. Und dann jetzt der deiner. Hier. Yes, ja, okay, das war's Alter. Das war das Alter. Also dafür möchte ich jetzt aber einen Applaus. Was ist das, ein Böller? Soll ich mir einen Applaus geben? Ach so. Okay, was ist das hier? Schlösser. Schloss. Okay. Lass mal rumwieseln. Hättest du ein unangenehmes Gefühl in so einem Hotelflur? Ja, du nicht? Also die, nö, eigentlich nicht. Die Backrooms sind ja alles immer solche, ich sag mal so Überbrückungs... Räume von Raum A zu Raum B. Ja. Wow, wow, das sind Motten. Ja, hier steht, Motten. If you feed them, they will reward you. Aber was so, ach so, soll ich denen irgendwas reinstellen? Ich hab hier gerade, Alter, ich hab Motten getötet und ich hab irgendwie so einen Batzen Motte bekommen. Kisi, wie kann ich Sachen droppen? Inventar und dann einfach auf das Item gehen und dann drop it. Das muss irgendwie noch anders gehen. Nee, ah, genau so geht's. Witzig, ich habe hier was reingetan. Mal gucken, ob ich ein Geschenk krieg. Also ich habe ein Batzen Mottengelee bekommen. Kisi. Das Spray geht nur einmal? Nee. Kisi, komm mal her. Aber was wollen die denn von mir? Vielleicht ein Schokoriegel? Ich bin irgendwo gefangen. Vielleicht auch Mottengelee. Ich habe Mottengelee. Zum Geier, das ist ja wieder so ein Riesenteil, ne? Ja. Das, was er gesagt hat. Weil da steht, wenn du sie fütterst, dann werden sie dich rewarden. Was kriege ich jetzt? Ich krieg den Riegel wieder zurück. Doch vielleicht mega. Vielleicht wollen die Gelee. Wahrscheinlich brauchen die Gelee. Juice.
Orgelie. Haben die das Bedürfnis nach ordentlich Motten. Guck mal, du kannst hier was reinlegen dann. Und dann kriegst du was, dann fährt es runter. Bei mir haben die jetzt das Kokoswasser nicht genommen und den Riegel auch nicht. Aber wie lege ich das rein? Ich glaube einfach klicken. War das? Moment, ich nehme es in die Hand oder was? Ja, dann klickst du einfach rein. Ich hab's gegessen. Oh. Oder F. Warte. F war's, glaube ich. Probier's mal. Ja. Aber das habe ich auch schon probiert. Vielleicht haben wir noch... Ich habe jetzt einen Schokoriegel rein, das Kokoswasser. Vielleicht hilft ja auch dieses Juice. Ich glaube, da muss Mottengelee rein, weil das habe ich eben bekommen, nachdem ich... Guck mal, die Dose ist gepresst. Das ist, glaube ich, ein Bug. Denkst du? Mhm. Also wir brauchen Mottengelee. Gelee! Oh, ja, oh, guck mal, das sind Motten. ich dreh durch. Ich muss ganz schnell... Oh Gott, Hilfe. Ja, hier ist ganz... Also die Atmosphäre des Hotels macht dich ganz schnell wahnsinnig. Du musst hier permanent... Crazy. ...drauf achten. Guck, und die lösen sich auf und dann werden die zu so einem handlichen Riegel. Oh, dann pack den mal rein. Das ist 100 Pro, das, was wir brauchen. Und diesen handlichen Riegel... Den werde ich jetzt da mal reinschieben. Und dann werden die sagen, oh geil. Jetzt bin ich gespannt. So. Gelee! Jo, ein Schlüssel! Oh, süß! Ich hab's gewusst, dass es das sein muss. Cool. Aber wohin mit dem Schlüssel? Gelee. Da war doch nicht eher für das eine Schloss vorne. Es gibt ja mehrere Plicks. Ach so, stimmt ja. Mehrere, stimmt. Ich bin heute fit! So, lass mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo was ist. Nee. Liegt bestimmt wieder irgendwas. Ja, aber wie gesagt, diese Backrooms sind alles so. So Flure im Endeffekt. Ja. Aber ich finde trotzdem die klassischen Backrooms, die man so kennt, am gruseligsten. Die wirklich mit diesen ekligen, dieses Gelbe, dieses, was einen so in die Irre führt, was, wo man einfach durchdreht, weil alles gleich ist. Ich weiß nicht, ich würde mich, glaube ich, da wohlfühlen irgendwie. Nein, Kisi. Ich finde den Teppich toll schon. Nein. Stop it. Was ist das für ein ekelhaftes, widerliches Bild? Blumen. Was? Hier. Wer hängt sich denn sowas mit? Guck mal, hier sind Bilder von Blumen. Das ist, weiß nicht, richtig ekelhafte Kunst. Das würde mich eher emotional fertig machen, als ein gelber Flur. Würde mich richtig fertig machen, wenn da jemand einfach die ganze Zeit solche abartigen Blumenbilder überall hinhängt. Das machen nur Perverse. Das machen nur kranke Menschen. Kisi, ich würde gerne, dass wir zusammen hingehen. Ich habe Angst. Wo bist denn du hin? Ich bin zu den Blumenbildern. Ah, okay, dann gehe ich da auch mal hin. Weißt du, wo das ist? Ja, aber in welche Richtung bist du gedüst? Warte mal, ich muss mal gerade ganz kurz hier was rauswerfen. Einfach den Flur darunter gejoggt. Moment, ich habe jetzt hier nochmal zwei Gelee. Geht das öfters oder nur einmal? Ich glaube, das geht... Oh, das kann gut sein, dass wir den nochmal kriegen. Hast du nochmal? Ich habe nochmal Gelee. Ja, deswegen. Dann probier, das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube schon, dass es dann nochmal geht. Was sind das für gruselige Räume hier eigentlich? Ich weiß nicht. Das sieht so aus, als würden da irgendwie alte Herren mit ihren Zigarren. Ja, und ja, und dann kommt irgendwas in die Mitte, was nicht da sein sollte und. Ja, ein lebender Delfin und jeder nimmt mit der Gabel. Ey, ich dreh schon wieder durch, ne? Wahnsinn. Ja, du musst mehr von dem Zeug essen. Du bist einfach zu sensibel für die Backrooms. Ich glaube auch. Du musst es mit Schokoriegeln alles ausgleichen. Stell mal vor, die sitzen da. Trinken ihre alkoholischen Getränke mit ihren fetten Bäuchen, Zylinder und Zigarren in den Mundwinkeln. Ne? Genau den Vibe hast du aber auch. Ja, dann fährt da so ein lebender, gickernder Delfin hoch. Dann kommen die mit ihren goldenen, langen Gabeln und reißen aus dem Delfin immer wieder so ein Stück Schwarte raus. Essen diesen Delfin lebendig. Das war aber eher gerade ein Hühnchen. Nee, es war schon so. Die waren. Die gickern doch auch. Ja, gut, hast recht. Ich bin aber eher wie ein sterbendes Pony. Ja, ich hab nochmal einen Schlüssel. Tatsache, es gibt nochmal einen Schlüssel. Und ich hab zweimal Gelee noch, also ich kann da noch ein bisschen was reinwursten. Wurste mal. Boah, shit, jetzt müssen wir die Mod finden, das ist eine Sackgasse. Hast du eigentlich Bilder in deiner Wohnung hängen? Mhm. So richtig Kunst? Ja. Von Künstlern? Ja. Ist das was wert? Wo man sagen kann, oh, doch, da... Ich hab das selber gemalt. Man schon eine Versicherung. Achso, okay, also, dann ist wertlos. Hey, das ist voll süß. Ich hab das extra voll die Mühe gegeben. Ich bin gut im Malen, das wusstest du nicht, ne?
Hunde kannst du malen? Ich kann sehr gut zeichnen. Ach so, ich habe verstanden, ich kann Hunde malen. Nein. Das wusstest du noch nicht. Ich kann gut malen. Kannst du meinen Hund Porträt zeichnen? Ich schick dir mal die Bilder nachher, dann kannst du mich auslachen. Da bin ich mal, ja, jetzt sagst du, du kannst gut und jetzt heißt es auf einmal ja, wenn du es siehst, schmelzt dir die Augen raus und du lässt dich. Nein, ich kann schon sehr gut malen. Ach, süß, die Musik! Fühlt sich wohl, oder, hier drin? Ja! Aufzug in die Hölle, yay! Ich bin's! Süß! Oh nein, weißt du, was das bedeutet? Geburtstag, oder? Albträume. Ich wette, das kommt auch noch mit dem Geburtstag. Oh, oh. Weil die alten Level sind ja auch noch alle irgendwie drin. Oh nein, was ist das denn hier? Wir brauchen Zahlen, Gnu. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 5 Zahlen. Wir okay. brauchen ganz dringend 5 Zahlen. Guck mal, hier 270. Wie heißt das Spiel im Hotel, Keith? Wo dieser Psycho dich die ganze Zeit verfolgt? Dead at Night oder ja, irgend sowas? Ja, das war aber wirklich schlimm, oder? Fandest du nicht? Das habe ich noch nicht wirklich Let's Played. Boah, das war so übel. Muss ich unbedingt mal machen. Die Community sagt die ganze Zeit, mach das endlich. Das ist nämlich hier wie Dead at Night. Ich frage mich gerade, ob das nicht davon eventuell inspiriert ist. Naja, es ist halt einfach so ein Hotel. Wir brauchen Zahlen, 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 Zahlen. Ich finde, Backrooms ist auch so ein bisschen Escape Rooms mäßig, oder? Ja. Wow, was ist das denn? Oh nee. Habe ich mich eben eingeschult. Da ist eine braune Spur auf dem Teppich da draußen. Oh shit, schon wieder das. Oh nein. Oh, was ist jetzt los? Oh. Oh nein, ich hab so keinen Bock auf die Dinger. Ich hab den zu lange angestarrt und meine Psyche hat sich direkt verknut. Oh, ich hab gar keinen Bock auf den. Ja, der rennt hier wieder rum. Ja. Bist du's? Ich bin's. Wo bist du? Vor dir. Nein, du bist nicht vor mir. Vor mir ist niemand. Du verarschst mich. Ah, du verarschst mich, oder? Mann, ja, du bist so ein Schwein. Ich bin's, alles gut. Oh Mann, das sagt mein Freund zu mir auch immer früh, wenn er mich nicht erkennt. Du musst mich auch immer ausweisen, ich so anders ja. aussehe und geschminkt. Gehen das zusammen. Das ist so krass. Frauen schminken sich ja im Regelfall, ne? Mhm. Aber ich brauche Bugspray. Meine Freundin, die schminkt sich nie. Die ist auch voll das Model, die check ich dir eh noch ab. Die ist ein Model, ne? Ja. Die check ich dir noch ab. Warte nur. Ich glaube nicht. Du schuft die doch. Mich zu sehr. Na, glaube ich nicht. Irgendwann hört's auch auf. Spätestens, wenn ich ihr ein Bild mal, nimmt die mich. Ja. Weil sie dann ihre Sehkraft verliert, oder? War das nicht so? Das finde ich aber irgendwie cool. Ich finde es cool, wenn Frauen sich nicht... Du, ich fände es auch cool, wenn ich ungeschminkt so aussehen würde, dass alle sagen, wow, sieht die hot aus. Das oh, ich kann schlafen. Ey, du bist einfach... Jetzt, ohne Witz, du bist einfach verschwunden vor mir. Oh, Kies, ich bin unterm Bett. Siehst du mich? Nein. Kies, ich bin unter deinem Bett. Du musst einfach nur hingehen und F drücken. Kann ich nicht. What? Guck mal, du verschwindest einfach. Ups. Ja, das ist ja lustig. Siehst du mein Licht? Lustig. Das ist crazy. Aber was für Zahlen brauchen wir jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Aber wir müssen einfach noch... Mit der Toilette machen? Wir sind einfach noch hier wahrscheinlich. Oder hier ist doch... Wir brauchen halt 5 Zahlen. 5 Zahlen brauchen wir. Vielleicht irgendwie mit den Bildern kann man irgendwas... Oder vielleicht ist sogar unter den Betten was. Nee. Aber warum müssen wir uns verstecken, Kies? Das ist die viel wichtigere Frage. Oh, ich kann mich sogar im Schrank verstecken. Das ist wirklich wie, das ist, glaube ich, wirklich Dead at Night. Vielleicht auch wegen den Hunden. Mhm. Aber guck mal, das sind ja immer nur 3 Zahlen. Und wir brauchen, wenn ich mich nicht verzählt habe... Ich dreh schon wieder durch. Das geht bei mir auch. Na, geht noch. Why? Ich kann mir auch schon wieder eine Limo reinziehen, deswegen immer welche mitnehmen. Vielleicht sind die Bilder irgendwie sass. Das dachte ich auch, aber das ist immer dasselbe Bild. Moment, ich weiß auch, wo du dich verstecken musst, um Gottes Willen. Holy shit. Wieder auch noch hey gesagt hat, ja. So, hey, alles cool. Oh Gott, Hilfe, jetzt weiß, warum wir uns verstecken müssen. Holy shit, Kies, das war gar nicht so abwegig, Freund, dass du so gefaked hast. Ja, ich dachte eben gerade, das wärst du. Ich bin auf den zugelaufen erst. Kies, eigentlich langsam müsstest du meinen Duft kennen. Der Moschusgeruch.
Bildanzahl vielleicht, das ergibt ja aber keinen Sinn. Das sind ja Zahlen von 1 bis 9. Wo bist denn du, Gnu? Ich kann jetzt einfach, ich renne jetzt nur noch mit Ausweis rum. Oh nein. Oh mein Gott. Bist du tot? Nee, ich lebe noch. Lass uns mal treffen, ich bin hier im Raumeingang. Aber was müssen wir finden? Ja, Zahlen. Da vorne waren Zahlenschloss, die Zahlen sind von 0 bis 9. Okay, der rennt da hinten rum. Wo bist denn du? Ich bin jetzt in einer Hut. In was für einer Hut? Irgendwo hinten. Wo ist hinten? Da. Oh, bist du das? Ich hab einen Ausweis. Ich renn mit Ausweis. Ja, okay. Können Sie sich ausweisen, junge Dame? Ja, kann ich. Okay, aber wir müssen ja irgendwie... Bäume zählen. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, das sind richtig viele. Jetzt realisiere ich erst, wie viele Bäume da sind. Ja, ich glaube, das ist nicht. Oder vielleicht die Raumzahlen. Irgendwelche Raumzahlen. Ja, aber es sind ja, so wie ich es gesehen habe, 6 Ziffern. Was ist los? Oh, fuck mal live. Wir sind noch nein, das klingt! Bist du tot? Oh, ich bin tot. Da gibt es keine Schränke und nichts. Ich habe mich mal wieder geopfert. Ich bin eigentlich ein richtiger Gentleman. Ja. Da liegen jetzt alle meine Sachen wieder. Ich töte mich auch gleich, aber ich guck mal, ob wir irgendwie schnell finden, wo was sein könnte, dass wir sehen, wonach wir suchen müssen. Ich renne jetzt einfach. Hier ist noch ganz viel nicht durchsucht. Ich würde gerne nochmal zu diesem Schloss, weißt du, nochmal gucken. Oder ist ein K. Nachttisch? Ein K. Ein K? Ja. Nur ein K? Ja, ein K. Okay, das K ist an welcher Position im Alphabet? Vielleicht hat das sowas zu bedeuten? Wahrscheinlich, ja. Ich suche mal kurz weiter. Ich töte mich aber gleich. Ich will nur kurz gucken. Oh. Achtung, Motten. Chili. Ja, die musst du sprayen. Ja. Ich stelle mir gerade die Frage, wenn wir jetzt sterben sollten, ne? Haben wir dann auch ein Spray? Weil bis jetzt habe ich nie ein Spray hier gefunden. That's a pretty good question, my friend. Aber wir wissen jetzt schon mal, wonach wir suchen müssen, nach Zettel. Ja, glaube ich. Zettel. Nö. Vielleicht kann man den umdrehen? Ja, vor allem, der ist ja nicht mal in meinem Inventar. Ja, wo ist der denn jetzt hin? Das weiß ich nicht. Der ist nicht in meinem Inventar, aber ich habe wieder Gelee. Müssen wir vielleicht das Gelee den nochmal füttern und dann kriegen wir einen Schlüssel oder so? Nee, wir sind ja mit dem Fahrstuhl. Das ist auf einer ganz anderen Ebene jetzt. Was steht da, du, Kies? Sterben. Ja, okay. Wenn du den Typen jetzt überhaupt nochmal findest. Excuse me? Da ist er doch. Excuse me? 2023. Excuse me. 2023. Das ist das neue Meme, genau. Excuse me. Wir haben 2023. Geil. Ja, wir haben nichts, Kies. Wir sind nackt. Wir haben nichts. Wir sind naked. Totally naked. Ich habe auch keine Lampe. Mein Spitzname ist Nackt-LP. Nackt-LP? Damit du das auf YouTube weit kommen. Hier ist eine Tür. Ja. Und da muss man 1, 2, 3, 4, 5 Zahlen kann man da bestimmen. Mhm. Also, keine Ahnung, was... Ich brauche halt ein Licht. Sonst bin ich am Arsch. Keine Ahnung was. Ich hab nur ein Licht. Müssen wir halt suchen. Das Problem ist, wir verlieren hier auch ganz schnell unseren Verstand. Ja, das ist halt bitter. Und brauchen halt auch ganz schnell wieder jede Menge Kram, ne? Ich brauche einfach nur eine Lampe, dann bin ich glücklich. Wenn ich eine finde, schrei ich. Oh Gott, da hier ein Hund. Den kann ich leider nicht abwehren. Ja, bleib hinter mir. Macht die Dunkelheit uns eigentlich mehr verrückt? Ich glaube schon, ja. Umso bescheuerter werden wir. I think so, Kizi. Ich hab immer noch keine Lampe. Ich finde auch keine. Super selten, die Dinger. Scheiße. Ich habe eine Null gefunden. Oh, nice. Wo?
Die habe ich jetzt einfach eingesammelt. Auch wieder in einem Hotelzimmer. Ja, die ist jetzt auch einfach so verschwunden. Entweder eine 0 oder ein O. Wahrscheinlich, ja. Guter Punkt. Ja, aber... Wohin damit so, weißt du? Das muss ja irgendwo dann... Okay, ich brauche noch ein O. Okay, ich gebe dir das gleich. Und zwar in Zimmer 217 höchstwahrscheinlich. Okay. Ach so, oh mein Gott. Excuse me. Excuse me, wir brauchen Zimmer 217. Okay, ein Regal. Und ein Element. Willst du einen? Ja. Hier. Wo? Oh, hinter dir. Aus deinem Pop ist gefallen. In meinem Ers. So, wir brauchen 217 wahrscheinlich. Wo ist Zimmer 217? Alter, hast du es gerade gesehen? Nee. Da war eben so eine Fratze an dem Bild. Was? Ja? Excuse me, jetzt reiß dich mal zusammen. 218, 217. Und da müsste jetzt, ja, das O liegen. Geil. Wir haben es geschafft. Kiesi. Jetzt schnell zurück, bevor der Typ kommt. Wo bist du? Warte auf mich. Wieder zurück in die Lobby. Kiesi, ich weiß nicht wohin. Andere Richtung, du bist wieder falsch. Jetzt gehen wir in die Lobby. Jetzt gehen wir in die Lobby. Und machen da schnell fertig. Ich gucke, ob er kommt, okay? Süßigkeiten ein. Ja, hier 05938. Geil. Genies. 05938, ich schaue, ob er kommt. 05938. Acht, ja! Yay! What? Guck dir's mal an. Oh Gott, Hilfe, was ist... Oh Gott, no. Sind wir irgendwo draußen? Oh, what? Oh nein, wo sind wir jetzt? In irgendeinem Labyrinth? Was ist das hier? Walkie-Talkie? Thermometer. Oh nein, müssen wir jetzt Fieber messen? Geht das? Fahrenheit auch noch. Oh Gott, Hilfe. Ach, die Amis mit ihren dämlichen Fahrenheit und das metrische System ist es viel präzisere. Ja, ich finde auch hier ist richtig hot drin. Oh, ich drehe, glaube ich, gleich durch. Muss mal kurz meinen... Ich habe hier so eine Schwitzkammer. Aber wahrscheinlich dürfen wir da nicht hin, weil wir verbrennen, oder? Keine Ahnung. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo wir hin müssen. Warum bist du das ja? 125, hier wird's heiß. Kann ich hier was drehen? Wow, Vorsicht. Oh, was ist das denn? Kino! Was? Ich höre gar nichts. Ey, da drin ist eine riesige Motte, Falte, also riesig. Oh nein. Geh da mal rein. Vielleicht müssen wir die da reinlocken. Ah, und dann ja, 100 pro. Oh, Hilfe! Bist du tot? Mein Gott! Boah, ja! Jetzt mir das Gesicht weggekaut, aber auf eine richtig abartig widerliche Art. Mal gucken. Ja, die stirbt da tatsächlich. Aber die hangen mir schon im Gesicht. Boah, ist das eklig, das Geräusch. Hallo! Ja, alle Motten abschlachten, oder wie? Oh Gott. Ich glaube, dass wir das hier anmachen müssen, weil da geht die rein. Ah, nee, okay, damit wehren wir die einfach nur ab. Okay. Ja, wo müssen wir dann hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ist sie jetzt tot oder ist sie weg oder was ist mit ihr jetzt passiert? Die lebt noch. Ich werde jetzt mal kurz mich auch eliminieren. Ach, man kann hier voll rein in die Motten, das macht gar nichts. Okay, ich lass mich mal auch eliminieren. Hier ist eine Tür voll mit Blut. Motte. Oh mein Gott. Ii, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Kiesi. Ist ja richtig abartig. Also das heißt, was bringt denn dann die Hitze? Ich verstehe es noch nicht. Vielleicht müssen wir irgendwo Weg rausfinden, irgendwie kühl oder sowas. Also die Motten sind einfach nur, die killen uns, mehr nicht. Ja. Kann man vielleicht irgendwo was finden? Warte mal.
Wir haben jetzt halt gar nichts. Wir haben keine Taschenlampe, ja. Wir haben kein Wasser. This is actually pretty bad. Oder sind die Motten heiß? Dass die Motten quasi... Ja, oh ja, hier geht's übel hoch. Hier ist wieder so ein heiß... Also ich glaube, dass die einfach bei der Hitze sind, oder? Aber hier ist jetzt auch nichts. Ah, weg, oh da, mein weg, Gott, da, weg, da, weg, so da, weg, da, weg, da, weg, da, Raum, Hilfe. Ja, mach den zu. Aber wahrscheinlich müssen wir irgendwie mit diesen Dampfdingern die rausjagen, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also... Gedampfte Motte. Bäh. What happens if you turn that red leaf, sagt er. Ja, das hat er gerade gesagt. Das ist dann... Eine Motte, nee, ich bin tot. Oh mein Gott, die ziehen dich in ihr komisches Eck da rein. In diese Kabine. Die ziehen dich da rein, die also verschleppen ich glaub dich. Ich glaube schon, dass man da irgendwas... Ja, das habe ich ja schon gemacht, dieses... Musst du da reinziehen? Vielleicht müssen wir an der vorbei. Hm. Kannst du an der vorbei? Ja. Oh, aber die ist schnell. Weiter, weiter, renn weiter. Gnu, renn! Okay, die ist... Oh. Oh, Alter, das ist wieder das Gnu-Glück. Aber wirklich, gell? Übelstes Gnu-Luck. Da kommt man gar nicht hoch. Okay, das heißt, es ist nur dazu da, die abzulenken, um hier weiterzukommen. Wahrscheinlich. Oder wir können die wahrscheinlich, wenn wir Spray hätten, mit dem Gilet ablenken. Gott. Was ist da für eine Tür? Ist da wieder eine Motte drin? Ja, oh. Weg, 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 weg. Guck, hier kannst du nicht durch. Alter, das sind drei Stück. Ja, dann die andere Richtung. Shit. Ja, wahrscheinlich muss man sich da jetzt wieder so durchklickern. Ah, oder man muss die ablenken und dann Weg schnell ist. Rein, weißt du? Nein, glaube ich nicht, dass du da rein musst. Weil die hat mich ja da rein verschleppt. Ich denke, hier gibt es irgendwo einen Ausgang. Und das Gas ist nur dazu da, also dieser Dampf ist nur dazu da, die loszuwerden. Glaubst du? Ja. Also soll ich mich töten lassen oder weiterrennen? Renn mal weiter noch. Merk dir die Räumlichkeiten, Kies. Mit meinem fotografischen Gedächtnis ja. Kann ich mir das alles merken. Speichere das alles ab. Wahrscheinlich, und die Hitze zeigt uns, wo Rohre sind und wahrscheinlich auch die. Jetzt bist du falsch. Geh nochmal zurück. Na, da lang. Geradeaus meinst du? Oh. Ja. Ist da was? Ja, jetzt wieder ums Eck. Nee. Was? Das ist ein Labyrinth. Auf einmal verfolgt mich da was. Irgendwas ist da hinten. Ist einfach nur ein Labyrinth, aus dem wir rausfinden müssen, mit einem grünen Exit drüber, okay. Ja, das dachte ich mir schon, dass ja. Es einfach nur irgendein Labyrinth ist, wo man rausfinden muss. Und die Motten wird man halt bloß mit dem Dampf. Ach, ah, boah, shit! Alter. Wie sich auch mitnimmt. Ja. Oh, voll arm, wie ich Help schreibe. Tut dir leid. Jetzt, ey, siehst du das, den Raum von innen? Aber, ja. Aber Kies, wow, wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt zusammenbleiben? Also wenn es einer von uns überlebt, hat der andere ja auch überlebt, oder? Das heißt, aufteilen ja, und rennen. Wir könnten uns trennen. Doppelte Chance. Wäre halt geil, wenn wir irgendwie mehr Ausdauer hätten. Dann kämen wir schneller hier raus. Ja, so ein Drink halt. Aber den gibt's hier nicht. Hier gibt's gar nichts hier drin. There is no Drinky Winky. Vielleicht irgendwie den Rohren folgen. Ich weiß nicht, vielleicht, aber ich erkenne da jetzt nicht so wirklich ein Muster. Warte mal, da hinten. Hier ist Dampf. Ich glaube, du musst auf jeden Fall an der einen Motte dran vorbei. Ah, bei den Motten kriechen, sagen die Leute. Ich bin jetzt in der Area, wo du... zuletzt warst. Ja, ich komm mal. Ich glaub, das ist auch die richtige Ecke. Die andere Ecke brauchst du gar nicht lang latschen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch da, wo du warst, das war schon richtig so. Okay, warte mal, jetzt bin ich hier. Da hinten geht's
auch noch potenziell weiter. Hier wird's wieder heiß. Oder was weiß ich. Schwitzig. Mottenschwitz. Oh ja, ja. Bei mir auch. Sweat. Hardest Morner make you sweat. Die Motten machen mich sweaty. Sweaty me daddy. Mann, vorhin war es so, ich glaube, man muss einfach rennen. Rennen und sich dabei wohlfühlen. Ich habe noch nicht eine Motte getroffen. Hier ist auch wieder bei mir sind die ganzen Motten. Ich lebe im Tal der Motten. Okay, aber du kannst an denen wirklich vorbeischleichen. Echt? Ja. Muss halt also nur rechtzeitig. Du musst halt nur rechtzeitig finden. Du musst mit dem Thermometer quasi spotten, wo die sind. Und dann sneakst du. Wenn du merkst, okay, es geht hoch, die Hitze steigt. It's getting hot in here. Dann machst du einfach. Den Sneaky. Dann küsst du den Boden. Ja, stimmt. Passt wirklich. Ich bin in einem Raum, wo wieder Thermometer liegen. Aber du bist nicht am Anfang, oder? Nein. Da liegen nämlich wieder 4. What? Das ist ja weird. Ist halt die Frage, wo ist der kleine Kisi lang? Nein, die Mod hat mich gespottet, ich bin tot. Alter, das ist ja auch richtig mies. Das ist richtig, richtig terror. Aber vor allem, man weiß jetzt halt auch nicht, wo die ist, gell? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo die ist. Wo die hängt, die Sau. Aber ich glaube... ich glaube, dass der Raum, wo ich eben war, mit diesem Tisch, wo dann nochmal Thermometer waren, ich könnte mir gut vorstellen, weil du musst ja so bedenken, das Spiel richtet sich ja auch immer darauf, dass du vielleicht auf leicht auch unterwegs bist, ne? Ja. Und wenn du auf leicht stirbst, dann spawnst du ja wieder. Yeah. Und es könnte schon sein, dass man dann halt sagt, ja, damit derjenige dann auch wieder die Chance hat, einen Thermometer zu finden, dass man demjenigen halt erneut einen Thermometer so anbietet über diesen Tisch. Also glaubst du, wenn das jetzt so ein Checkpoint war? Ja, zumindest so, du bist näher dran, so die erste Hälfte. Okay. So ungefähr könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Weil ich glaube, du musst an der einen Motte da vorbei, wo das erste Ventil da ist. Ja. Du musst da einmal verjagen, an der irgendwie vorbei. Und dann wird es da hinten irgendwo rumgehen und irgendwo da hinten wird schon der Ausgang sein. Ich bin gerade nur ein bisschen verwirrt. Ich dachte eigentlich, ich bin richtig. Das ist ein Riesenkomplex. Guck mal, ist das nicht der Tisch? Ah ne, ist nicht der Raum. Wie an irgendeinem anderen. Da gehe ich jetzt nicht rein, weil da ist ja... Ne, da sind die Dinge. Genau, jetzt bin ich da hoch, glaube ich. Ich war ja, glaube ich, auch hier. Ach, da sind auch welche. Da lang, Kisi? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Hier sieht alles so gleich aus. Das kann man sich auch schlecht merken. Aber hier war ich noch nicht. Oh. Es wäre echt praktisch, wenn man irgendwas machen könnte, um Spuren zu legen. Ja. Krümelchen oder sowas. Oder wir nehmen wirklich die ganzen Dinger mit und legen die irgendwo hin. Ich glaube, hier kommst du jetzt dahin, wo ich war. Vorsicht. Guck halt, wenn es heiß wird, ist auf jeden Fall eine Motte. Könnte diese Area sein. Wenn du meine Leiche siehst, weißt du ja Bescheid. Ja. Da ist eine Motte. Gehen wir da hinten weiter. Komm, Kies, lass uns zusammen diese Welt beirren. Ich will eine Motte melken. Ja, tu es, berühre den Arsch. Dann habe ich Mottensaft. Würdest du es trinken? Nein. Ein Grounded säufst du auch alles Mögliche. Nein. Würde also, wenn es jetzt richtig lecker schmecken würde, was ist dein Lieblingsgeschmack? Nougat. Mango. Echt, Mango? Finde ich wirklich ganz natürliche Mango oder industriell gewonnene Mango? Oh fuck, ich bin tot. Ah, shit! Pass auf, da kommt gleich nochmal eine. Aber I believe in you, Kies. Mal gucken.
ist ja gar nichts. Ich bin Kisi. Du hättest das Rad drehen müssen, hättest dich noch retten können. Ja, das wusste ich bis zu spät. Also ich würde die Motte auf jeden Fall trinken. Die Motte. Besonders wenn ich hier wäre. Die Motte. Was würdest du eher machen? Oh, ich hab's geschafft! Ja, Kies! Ja! Was würdest du eher? Wahnsinnig werden wollen? Oder? Oder Mottensaft saufen? Motten. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, rüber. Oh Gott, das müssen wir zur Party, oder? Oh, du weißt, was das heißt. Boah, wir haben jetzt echt viele Levels gemacht. Wir hätten direkt zur Party gehen können. Ja, wir wollen ja alles entdecken. Und ich glaube, wenn wir nicht direkt zur Party gegangen wären, dann hätten wir zur Elektrostation gemusst. Weißt du, was ich meine? Glaubst du? Schon. Nee, ich glaube nicht. Du denkst, also mit der Party hätten wir alles übersprungen. Ich glaube schon, oder? Ich glaube, dass es die neuen Levels auch waren. Nicht nur. Oder waren es nur neue Levels? Aber es kommen ja noch welche, es wären noch welche, die wir noch nicht kennen. Ja, ja, genau. Es gibt ja 8. Oder waren 12 es insgesamt. Alle? 12. Okay, ja, dann. 7, glaube ich, sind neu. Dann haben wir, dann easy. Kommen jetzt auch richtig welche viele. Keystore. Kommt jetzt gleich wieder das Arschloch, was uns hinterher rennt? Wahrscheinlich, deswegen spar die auf jeden Fall Ausdauer. Ich frage mich halt, ob wir in den Lücken hier uns irgendwie rein verpiesen glaube können. Glaube ich nicht, nee. Die sind auch nicht wirklich tief. Guck das doch mal an. Ah, stimmt. I'm scared. I'm scared. Oh, die Geräusche. Es wäre halt noch jemand hier. Das ist halt das Geile. Backroom ist ja so eine Zwischenwelt. Und die echte Welt pallt irgendwie so hier rein. Ja, also genau. Mega cool. Es hat da gerade jemand geredet. Nice. Das klingt so ein bisschen wie, kennst du das noch, wenn du früher in deinem Kinderzimmer im Bett lagst, dass deine Eltern im Flur ja, die genau. verschlossene Tür gehört und bist dadurch so langsam wach geworden? Ja, so richtig gruselig. Oh, hast du Glück, eine Taschenlampe. Ey, wir sind doch. Bauen wir jetzt auch. Ja, wir sind doch ein Team. Oh. Keiner! Gerade erschrocken. Ich bin blind, ich kann nur deine Taschenlampe hinterherrennen. Was ist das da hinten? Oh shit. Renn. Du musst immer ein bisschen Ausdauer tanken, weil wenn du dich komplett leer sprintest, das ist schlimmer. Ja. Oh Gott, es ist hinter dir. Oh nein, Kisi. 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 Nein, es hat nicht. Es ist gut, es ist abgelenkt, lauf. Ich bin safe. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass man das so anders überleben kann, ne? Irgendwie immer einer muss verrecken, damit das Ding kurz runterkommt, Pause macht. Ich glaube auch. Da wären wir wieder bei meiner Geburtstagsparty, zu der niemand kommen wollte. Oh Gott. Oh nein, das Lied wieder. Oh Gott, Kies, ich hab's so, so gehasst. Das ist wie so eine. Achso, hier muss man hier unten durch diesmal. Ah, okay. Da oben hat's nein. Einen Speeddrink. Oh nein. Kies, da hat's einen Speeddrink. Andere Dudes. Ja. Ich hau mir den jetzt auch rein. Oh fuck, sorry. Shit. Oh mein Gott, die stehen da direkt. Ich hab's geschafft. Oh, holy shit. Ein Stück weiter. Vielleicht schaffe ich's ja. Ich versuch's einmal. Ja. Das ist jetzt das Vieh aus Inside the Backrooms. Ja. Weißt du noch, Mr. Birthday? Viel besser. Mr. Geburtstagsmund. Ah, oh, nein, it's a trap. Boah, es ist mies. Nee, ist ein anderes Vieh. Ist ein anderes Holy Vieh. Shit, wie die dich zermatschen. Die haben das auch verändert. Die Route ist anders. Es wird schwieriger. Das wird schwieriger. Ich glaube, wir müssen echt die oft ganz ablenken und derzeit muss einer vorrennen. Ja, aber noch nicht so früh. Noch nicht so early. Vielleicht muss man hier mit dem Tisch auch ab. Mal ins Herlocken runtergehen? Ja. Guck mal, da steht auch schon direkt einer ums Eck. Jetzt? Kann ich vorbei? Bewegen die sich auch nochmal? Achtung, nein, 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 nein. Sind die stuckt? Ich glaube, die wollen jetzt halt dich. Haben die es jetzt anders positioniert?
Ah, hier stand eben gerade, die Musik ist laut, aber ich denke, sie können mich immer noch hören, wenn ich zu nah an sie rankomme. Stand eben gerade. Ah, okay. Oh, das ist nice. Also tun sie uns gar nicht sehen, sondern sie hören uns nur. Ich weiß es nicht. Problem ist, ich glaube, das Lied hört auch auf zu spielen, weißt du? Ja. Wenn wir sie unter den Tisch locken, resetten wir quasi die Monster. Das müssen wir ausnutzen. Alright. Was sagen die Gruseliges? Ich will's gar nicht wissen. Die haben ja auch keine Augen. Es ist auch gut so, dass sie keine Augen haben. Die haben keine Augen, die Mistviecher. Weißt du noch, wie lange wir da gehangen haben? Stunden ja. Oder so, ne? Das war richtig übel. Aber jetzt wissen wir es ja später. Aber nein, weißt du, was das bedeutet? Wir müssen auch wieder diese VHS sortieren. Glaubst du? Ja. Nein. Das war die letzte Runde. Das war das Finale. Na, vielleicht rührt er das jetzt irgendwo rein. Irgendwo dazwischen. Ich bin tot. Brenn! Genau da hat die Musik aufgehört. Oh shit, ich bin fertig. Oh. Ach so, stimmt, die hört doch auf, ne? Ja. Wir hatten jetzt so einen guten Lauf. Oh shit, wie gemein. Okay. Ja, unten steht's auch. Ja. Didi. Guck, jetzt hört einmal die Musik. Ah, Mist, die haben mich. Ah, Dreck. Hä, hey, wie hast du genau das gehört, dass Stelle... die Musik aufhört? Ja, weil das wohl wie so fix da war. Moment, du musst... Oder lass dich fressen. Ja. Mmh. Nom, 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 nom. Dieses, geduckt drücken geht voll auf den kleinen Finger. Ja, voll. So, jetzt gehst du wo lang geradeaus? Genau. Vorsicht, mach's mal. Ja, hier geht's noch, aber da hinten sieht dich irgendeiner. Ja, das geht ja noch. So. Und dann gehst du nämlich hier direkt, guck mal, wenn du hier bist, wo ich bin, da gehst du hier direkt nach links rein. Jetzt. Ja, nee, das ist ein Dead End, soweit nee. Ich weiß. Nee, sicher? Nee. Mhm. Da steht aber gleich einer ganz arg schwierig. Oh, das... Boah, ich bin jetzt RIP. Oh, shit. Oh, ich hab nicht gewusst, dass du in meine Richtung rennst. Oh, Mann. Aber vielleicht schaffe ich es jetzt aber. Na, Vorsicht, da steht jetzt aber noch einer um die Ecke. Den hätten wir vielleicht zusammen ablenken müssen. Der ist jetzt da links und da sind wir nämlich richtig. Also entweder musst du die links, der steht da jetzt, glaube ich, gleich. Ja, wieso ich aber daran vorbei? Deswegen, du hättest mich gebraucht. Oder du rennst jetzt einfach geradeaus vor und dann in die zweite rechts. Oh, nice. Nein, da hinten ist eine Sackgasse, guck. Das ist wie beim letzten. Das ist eine Sackgasse. Da geht's nicht weiter. Nee, da ist doch da hinten noch was. Da steht ja direkt davor. Nein, doch, nein, nein, nein. Sicher. Ich bin mir 100% sicher, wir müssen dadurch. Oh, lol. Oh, lol. Ich sag's doch. Nice, du. Trink mal den Jelly. Ich hab Jelly. Nur gemopfert. Vielleicht kann es echt sein, dass es... Das ist eine Mischung aus Moppen und Opfern. So, das ist mich wirklich gemopfert. Trink doch mal den Jelly, vielleicht hilft er dir, dass du einen Schlag aushältst. Warte, 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 jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. Oh Gott. Kisi schafft das schon. Was ist jetzt los? Warte, ich los? Guck gleich, warte, bleib stehen, ich da ist nix. An zu trippen, yo. Erstmal Mandelwasser in den Mund. Ja! Ich bin am Ende angekommen. Aber Vorsicht, da geht's jetzt ja gleich richtig ab. Was ist das hier? Was sind das für kleine Säckchen? Sind da Kindermilchzähne drin? Weiß nicht, aber da war doch irgendwas, dass du in irgendeine gelbe Röhre ganz schnell musst, weißt du es noch? Das ist anders, da waren wir noch nie. Das ist völlig anders. Ich glaube, du darfst keinen von den
Säckchen berühren. Ich glaube auch, sonst drehen die alle durch und kommen. So ein typischer Ködersack. Ja. Oh Gott. Bleiben wir alle mal cool. Glaubst du, das war's? Oh Gott, Kisi, renn doch nicht so. Oh Gott, die Wasserwelt. Du musst in die gelbe Röhre. Tatsächlich. Wirklich? Ist es die gelbe? Es ist Whee! Die gelbe. Oh Gott, hat es jetzt aber Glück. Ja, Kisi! Ja, High Skill. Kisi! Ist ja gar nicht hier. Kisi! Das wurde auch überarbeitet, das Level, ne? Kisi! Ich hätte so richtig Bock, da jetzt zu schwimmen. So in diese unendlichen Tiefen. Die Röhre war gelb. Wir sind jetzt in einem Schwimmbad. Steht das für Urin? Ich glaube ja. Ich glaube, Kisi, dass jetzt hier eine Bedrohung ist. Das besteht ja quasi nur aus Urin, ne? Wo wir jetzt da drin sind. Da bist du, Kisi! Hm? Bleib stehen! Bist du auch echt oder bist du fake? Ich glaube, ich bin echt. Warte. Wo ist dein offizieller GNU-Ausweis? Hier, stopp! Zurück! Oder warst du es gar nicht? Ja, <gut. lacht> Geil. Endlich 12. Wie sind wir denn hier nochmal rausgekommen? Oh, da vorne? Das wäre ja zu einfach, oder? Ich weiß es nicht. Wir sind einfach rausgekommen, aber das sollte ja auch geupdatet werden, das Level hier. Vielleicht steppen wir jetzt auch einfach easy out. It's the exit, oder? Ist das die Exit? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir da raus? Bist du da durch? Ich probiere es mal, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oh, da sind wir wieder hier. Ach, wie witzig. Ist der Tunnel richtig? Nee, ich glaube nicht. Der Tunnel bringt uns immer nur zurück in die Base. Wir müssen hier woanders hin. Vielleicht müssen wir in die Base. Mm-mm. Wir müssen wieder dahin, wo diese Torbögen waren, diese Runden. Da waren irgendwo runde Torbögen. War danach nicht dieses Level oder war das davor, wo dieses... Wo man so escapen musste, weißt du noch, wo so eine Horde war? Oh Gott, Kisi, yes, I know. Das Problem ist, wir müssen jetzt richtig vorsichtig sein, weil unser Verstand vaporisiert sich hier, ne? Oh, stimmt, shit. Und wir haben nichts, ich habe auch kein Mandelwasser mehr, ich habe jetzt eins geschlabbert. No Mandelwasser in the wild. Das ist der richtige Weg. Ich hoffe, ich gehe geradeaus. Na gut, dann gehe ich auch mal geradeaus. Keine Ahnung, es müssen auf jeden Fall Torbögen sein, so richtige... Ich glaube, wenn du im echten Leben hier drin bist, ne, ich glaube, das ist richtig eklig, weil die ganze Zeit diesen Chlorgeruch und ja, klar, voll. In der Nase. Ich würde da durchdrehen. Du bist in so einem endlosen Pipi-Becken drin. Oh. Ist da hinten was? Oh, ich... Hä, was war das? Ich bin tot, ich bin rausgespült worden, geh da bloß nicht hin. Ich bin auch tot. Oh nein, Oh nein. Du hast dich mit rausspülen lassen. Wir waren irgendwie außerhalb der Matrix. Oh Gott, okay. Gut zu wissen. Mies. Da hat jemand die Toilettenspülung gedrückt. Kam mir vor wie so ein kleiner, harter Kackboppel, der einfach gegen seinen Willen runtergespült wurde. Kennst du das Gefühl? Wir waren außerhalb der Matrix. Oh, ich glaube, das ist wieder außerhalb der Matrix, ja. Ist schon wieder tot? Nee. Ich hab's gemerkt, bevor es gespült wurde. Kennst du das Gefühl, außerhalb der Matrix zu sein? Ja. Bist du im echten Leben außerhalb der Matrix? Ich glaube, ja. Bist du ein Glitch? Ich glaube, ja. Das hat meine Mutter gesagt. Meine Mutter hat gesagt, du bist ein Glitch. Meine Mutter hat gesagt, du bist ein Fehler. Quatsch. Aber voll gemein. Du bist ein Fehler. Du bist ein Glitch. Du bist gespawnt und warst ein Glitch. Das ist auch viel netter ausgedrückt. Anstatt du warst ein Fehler, du warst ein Glitch. Na, Glitch in der Eizelle. Mom, war ich geplant. Nun, was ich da irgendwie durchgeglitscht. Genau. Wallhack. Vorbei an der Spirale, an der Pille. Rein in den Uterus. Utarus. Utarus. Wie so ein Krieger. Ja, so ein griechischer Gott. Der griechische Uterus Gott. Ist wahrscheinlich Latein, würde ja, ich mal schätzen. Eben. Utarus. Oh, hey, Kies! Ist das real? Irgend so ein türkisches Dampfbad. Oh, ich glaube. Ich glaube, da macht's gleich wieder. Ich glaube. Bringst du da rein? Soll ich? Mach mal. Hey. Ich bin tot. Ja, okay. Oh,
wie du dich jetzt satisfying zurückläufst, Mann. Ah, es wird gut. Ah, oh, meine Endlich Freiheit. Entlastung. Ich bin den Glitch los. Was ist hier der Weg? Ich weiß, dieser Weg. Es sieht gut aus. Wird kein leichter sein. Es sieht alles irgendwie gut aus, aber... Nee, sind das Augen? Ja, große... Nee, ah, richtig, oder? Richtig? Ja, hier musst du jetzt den Ausweg finden. Das ist genau das. Da muss irgendwo ein Licht sein. Da hinten, genau, lauf da gerade aus dem Licht. Das sind mehrere Lichter. Shit. Zu irgendeinem musst du. Aber hier bist du richtig. Ja, da wäre es doch jetzt gar nicht schlecht, einen Knut zu haben. Dass ich opfern kann, wo ich sagen kann, lauf du mal da durch. Ja, genau. Du merkst es aber sonst, wenn es dunkel wird, gehst du einfach zurück. Waren wir nicht noch irgendwie in so einem... Nee, ich kann die Backroom-Games nicht mehr auseinanderhalten. Ich habe davon echt viele mittlerweile gespielt. Also, das mit dem Wegrennen kommt noch und dann kommt eigentlich das letzte Level. Nee, aber irgendwo habe ich ein Backroom-Spiel gespielt, da wurden die Gänge irgendwie immer kleiner und so. Und ich musste mich irgendwie ducken und durchquetschen. Das ist doch... Da will ich nicht lang gehen, das ist sehr dunkel, ja. Don't go. Schau mal so ums Eck. Nee. Geh nochmal einen Torbogen in andere helle... Also, es ist irgendwo beim Torbogen eines der hellen Gänge ist es. Geh in die Finsternis! Genau, gehen die. Wir müssen echt noch dieses Geisterspiel spielen. Wo, ja, das hat ein mega Riesen-Update. Ja, cool. Mit neuem Geist, neuen Locations und. Aber das war echt cool. Das war richtig gut, ja. Aber das kennt irgendwie keine Sau. Das ist so ein richtiger Geheimtipp. Ja. Vor allem ist es halt auch echt cool, dass du auch die Ursache. Das hat mich auch bei Phasmophobia oft interessiert. Ja, warum ist der jetzt böse? Warum hat der Leute getötet? Langeweile. Weil er es konnte. Oh, sieht das gut aus? Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, ich glaube, du bist korrekt. Ich glaube, ja. Yay. Yay, Ausgang. Yeet. Nachdem du Gnu im türkischen Dampfbad verkohlt hast. Einer musste dadurch sterben. Ohne das wäre der Ausgang nicht hier. Glaub mir, man muss opfern. Der Backroom verlangt seinen Tribut. This is so sad. Wie oft sagt, bin ich schon, einer muss sterben. Wie oft bin ich schon explodiert für unseren Sieg, Kies? Was hat deine Community jetzt gesagt? Jetzt kommt es. Oh Gott. Renn. Kies, ich kann nicht rennen. Oh shit. Oh mein Gott. Das war nur Fake. Lauf, Kies, du rennst gar nicht. Ich kann nicht, meine Ausdauer ist Schrott. Oh fuck. Spring! Achtung, eine Tür! Oh nein. Shit, wie gemein! Okay, was macht man bei der Tür? Dunkel? Nach links gehen. Nach rechts. Achtung, das da vorne ist nur Fail. Ja. Kommt auch gar nicht mehr, war das ein Fehler? Keine Ahnung. So, nein. Jetzt in die andere Richtung. Boah, ich bin gestolpert. Hä? Oh, wir müssen beide durch, da gibt's keinen Trick. Glaubst Oder du? Was? Ich sehe nur weiß. Shit. Bist du noch da? Rennst nee, du noch? Ich bin tot. Okay, jetzt geht's wieder. Mach mal leiser hier. Jetzt dann schön, jetzt nach links und jetzt nach rechts. Jetzt bleibst du rechts. Ja, ich weiß, aber irgendwie, du bist eben gerade an mir vorbei und hast mich einfach weggetackelt. Dann war ich in der Spur. Immer sind die anderen. Ich sehe wieder nur weiß und du? Nö. Aber warum sterbe ich hier? Das ist der falsche Durchgang. Ich sehe nur ein weißes Bild. So, jetzt. Warte, bevor du losrennst. Oh. Ja. Wir dürfen uns nicht gegenseitig blockieren. Ja, lauf. So. Ich bin tot. I'm dead. Ich bin auch tot. Ja, man kippt irgendwie um. Jetzt sehe ich wieder nur weiß. Nee, jetzt Warte, bevor wieder. Du losrennst. So. Ready? Ja, renn.
Was genau rennt uns denn da hinterher? Oh shit, du hast mich blockiert. Das funktioniert so Kommst nicht. Kommst du durch? Nee, weil einer tötet immer den hinteren. Ach, uns rennen ganz viele Party-Peoples hinterher. Echt? Ja. Die Party-Szene. Ich glaube, wir können unendlich rennen, Kisi. Glaubst du? Ja. Oh nee, du hast mich blockiert. Wir können unendlich rennen. Du musst nicht mehr anhalten. Hier, ja, lauf gut, wie ich. Lauf wie ich. Ist deutlich einfacher. So, und hier... Alter, die Schränke waren nur fake. Ja, hier stirbt man aber jetzt die ganze Zeit, gell? Wenn wir jetzt hier rausgehen. Ach, wahrscheinlich, weil wir das zusammen schaffen mussten. Deswegen kam ich nicht weiter. Ich wurde erschlagen. Ich wurde erschlagen. Oh nein. Ich wurde erschlagen von dem Teil. Das ist auf meinen Kopf. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja. Alter, krass. Oh, Kisi. Ja, man musste zusammen durch. Oh, oh shit, nein. It's that asshole again. Oh, aber nein. Kisi, denk dran, wir haben es leicht gestellt. Naja, wir haben es normal gestellt. Und er sieht anders aus. Hübscher? Nö. Würdest du ihn daten? Nee, immer noch nicht. Aber die End. Das heißt, der ist jetzt bestimmt deutlich einfacher. Ja, ich bin gut. Oh shit. Ich glaube nicht, dass er so viel einfacher ist. Doch, weil letztes Mal war es Hardcore. Ich glaube, wir müssen eh erst in die Mitte und nochmal den Computer da anmachen. Weißt du noch? Glaubst du? Ja, da war doch irgendwas mit uns. Ich sehe wieder nichts, wieder weiß. Okay. Bist du am Leben? Lass mich töten. Ich glaube, wenn ich als erstes sterbe, dann buggt es. Ach so, echt? Hm. Okay. Konnte der einen sehen? Nee, der kann nur hören. 32. 31. Oh, ich hab... Ja, von wegen. Der hat mich gesehen, ich bin tot. Hat sich direkt umbringen lassen. Okay. Ich glaube, dass der einen nur hören kann. Der ist blind. Aber wir müssen extrem aufpassen, weil sobald du einen Murks machst, kommt der direkt in deine Gegend. Das heißt, wir müssen es absprechen. Ja, I don't think that the thing can see me. Let me look around. Also er sagt, er glaubt nicht, dass es einen sehen kann. Das war trotzdem ziemlich schwer. Hat's auch Drinkies. Gut, dass hier so ein Tisch ist. Kommt in meine Richtung. Nee, er ist in der Mitte so. Jetzt bleibt da hinten irgendwie so ein bisschen stuck. Ja, ist bei mir. Step Room, I'm stuck. Okay. Ist er bei dir oder wo ist er? Nee, der ist vorne bei uns im Spawn. Jetzt ist er bei mir und er rennt straight in meine Richtung, aber er hört auf. Alter, er steht direkt vor mir. Er steckt irgendwie so zwischen den Regalen. Oh, hatte ich einen Mega-Luck eben. Shit, glaube, ist auf dem Weg zu mir, ne? Ja. Glück gehabt. Das Spiel ist doch pervers. Der kommt gerade zu mir. Auf dem Computer kannst du sehen, wie viele uns noch fehlen. Da hinten ist irgendein Feueralarm oder sowas. Ja, geil, wenn man den auslösen könnte. Der dreht durch und verreckt. Oh shit, kommt er zu mir? Oh! Oh mein Gott, der macht das Licht aus. Und er ist schneller. Oh mein Gott. Ich seh dich. Holy shit, dafür war die Taschenlampe. Shit. Und die bleibt jetzt aus? Keine Ahnung, da hinten ist irgendein Ding. Siehst du das? Lass uns mal anmachen. Das ist ein Feueralarm oder sowas. Oh shit, den hast du jetzt gedrückt. Ah, du lenkst ihn dahin. Oh nice. Geil, ey, da kann einer übelst am Ablenken ja sein, ne? Und der andere catcht. Okay, let's go, weiter geht's. Warte, ich hab Feuer. Nee, geht nicht mehr. Echt jetzt? Ja. Soll ich mal meinen versuchen oder haben wir es zu oft übertrieben? Weiß es nicht, vielleicht hätten wir da auch einen Cooldown. Hm, einen noch. Das ist immer so ätzend, wenn man eine irgendwo suchen muss, ne? Ja. Probier nochmal, ob es hier geht. Er rennt straight auf mich zu. Geht noch. Da hinten ist halt eine Taschenlampe, die da noch rumliegt.
Ich hab sie! Yes. Gott, töte mich nicht. Ich hab sie reingemacht. Ja. Das Portal ist da. Monster weg? Das Monster ist weg. Ja. Oh, diesmal lief's ja relativ anständig. Wuhu. Hier ist ein Zettel. Ja, das ist wieder dieser Gang. 94 steht hier und dann sollen wir reinjumpen. 94 Treppen. Ach, 94. Etage, okay. Seh dich immer noch nicht. Müsste ich dich nicht irgendwann 92, langsam mal sehen? 93. Na, ah, da kommst du. 94. Ich frag mich, ab wann setzt der Loop ein? Oder hat er wirklich diese ganzen Level da? Ja, ist eine gute Frage. Oh. Und, bist du gegangen? Ich bin runtergesprungen, ja. Ich falle noch. Und ich immer auch. Noch. Beautiful. I just want you to know, you're my favorite hole. Sind wir wirklich so hoch gelaufen? Wir haben doch schon längst 94 gepackt. Wow. Und jetzt sind wir beim Original im Kinderzimmer aufgewacht und haben rausgeguckt und haben die IKEA-Landschaft gesehen. Ja. Oh. Kisi. Krass. Es sieht aber richtig gut aus. Ist noch nicht. Den Rasen an und das so. Das ist ja wie bei Zelda Majora's Mask. Be inside and turn the lights off before the 10 p.m. Curfew? Was? Guck mal hier, Kisi. Das ist ein Hinweis? Ja. Be inside and turn the lights off before 10 p.m. Also Versteckmöglichkeiten. Oh, bis dunkel wird, ne? Curfew. Moment, aber woher wissen wir, wie spät es ist? Durch die Sonne. Wendet die sich? Ja, es wird doch gerade dunkel, oder? Ja, aber wo müssen wir denn hin? Wir müssen es verstecken. Lass mal ein Haus gehen, ob das geht. Ausgangssperre ist es. Kisi. Harte Regeln. Oh, da hinten ist eine Burg oder sowas. Ich wette, wir müssen zur Burg. Kisi, where are you? Ich laufe zum Wasserturm. Ah, komm mit. Ich glaube, da oben ist eine Uhr beim Wasserturm. Ja. Ich glaube, das ist eine Uhr, oder? Oder ist einfach nur rostig und dreckig? Das ist echt das alte Windows-Hintergrundbild hier, die Valley. Boah, sieht das cool aus mit dem... Ey, ist so dreckig. Das ist keine Uhr. Ich werd verrückt. Los? Ja, ich auch. Shit, oh mein auch. Gott, wird man hier schnell verrückt? Wahrscheinlich. Das Schloss. Ey, das sieht aber richtig gut aus, finde ich. Ich glaube, wir müssen uns... Hier, oh shit, die Tür ist zu. Wir müssen uns, glaube ich, hier... Ich finde es interessant, wie in dem Spiel immer die Grafik sich so verändert, ne? So, alles hat so seinen eigenen Stil. Voll nice. Oh mein Gott, hier sind Eiswagen. Was ist das hier? Und Propaganda-Lautsprecher. Knutown. Alle müssen glücklich sein. Holt eure Lachimpfung. Oh, ich glaube, ich bin tot, Kisi. Wieso? Hast du keinen Mandelspritz? Nee, ich habe nichts gefunden. I'm dead. Hier ist ganz schwindelig. Mal in die Häuser rein? Tot. Da kann man wirklich. Ich bin in so einem Haus drin. Ich sehe dich, das ist gut. Ja, die oberen Türen nicht, gehen nicht auf. Nee. Aber hier kannst du auch nirgendwo Licht ausmachen, oder? Nee. Du kannst im Schrank verstecken. Ist da ein Schrank? Ja, gegenüber vom Bett. Aber ich frage ja, mich, vor was müssen wir uns... Da hinten ist ein Schloss, da müssen wir hin. Ja, das sage ich ja. Da hinten ist ein Schloss. Hm, ich frage mich, wann kommt die Bedrohung? Die ist allgegenwärtig. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Stand der Careful? Okay. Oh Gott. Ich glaube, jetzt aber musst du abhauen. Hörst du nicht die Musik? Ja, das läuft schon die ganze Zeit. Ach so. Wann kommt denn Death Stranding 2 raus? Hat kein Release, ne? Mhm. Irgendwie so kacke mittlerweile. Oh, oh Gott. Oh Gott, das ist gruselig. Kies, oh Gott, du bist tot. Nein, noch nicht. Geh in den Schrank hinten da beim Bett. Geh da rein. Ja, Moment, ich muss erst noch eine Limo trinken, weil da draußen bist du ganz schnell wahnsinnig. Holy shit, ist das gruselig gemacht. Und wie lange hält das jetzt an? Ich glaube nicht lang. Ich glaube, es wird immer schneller, umso näher du dem Schloss kommst. Wie damals der Tunnel, wo das Licht an- und ausgeht.
Da draußen rennen jetzt Wutbürger rum mit ihren Fackeln und Mistgabeln und jagen mich wie ein Monster. Ich weiß nicht, aber es ist nicht so gruselig an, oder? Ich gehe da nicht raus. Ich wohne jetzt offiziell im Schrank. Wie bei Parasite. Mein Leben, ich lebe jetzt im Schrank. Ist auch gar nicht so schlecht hier drin. Soll ich mal rausgehen? Mach mal. Ich glaube, da passiert nichts. Hat's aufgehört, das gruselige Geräusch? Ja. Ich traue mich nicht, die Tür aufzumachen. Oh, es hat aufgehört, ja. Ist das geisteskrank? Das ist echt krass. Das ist wirklich geisteskrank. Außer ein geiler Horrorfilm eigentlich, wenn du es so machst. So gruselige Scheiße, einfach wo abends voll die Kacke passiert. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe nur noch eine. Geh mal in die Häuser und guck, wo du es findest. Mandel Milk. Das ist richtig gruselig. Ich habe nur noch einen Mandel Mouth. Vielleicht ist da eine drin. Ja, aber dann finde ich auch wieder nur Zeit. Aber lieber. Oder? Ich weiß nicht. Nö, da ist nichts drin. Ich glaube, die sind nur bei diesen Eiscreme-Verkäufern. Okay. Ach so. Oh Gott. Ja gut, ja, da liegt was. Da läuft jetzt ein imaginärer Timer und du weißt nicht, wann er losgeht. Das ist wirklich wie... So, go, und ich verliere halt super schnell Psyche. Oh scheiße. Die geht runter wie nix hier. Wobei es ja eigentlich so schön ist. Erinnert mich irgendwie an Schweden, ich weiß nicht. Ja, oder an Midsommar. Es ist Schweden. Ist wirklich gruselig. Die Musik geht aus und dann wird's Nacht. Macht mich glücklich. Naja, Horrorfilme, die im Hellen sind, sind auch irgendwie gruseliger. Ja, das stimmt. Von Parasite Eve 2 hat es sehr gut gemacht. Sie schafft das Haus da vorne noch? Ja. Wie gesagt, das Problem wird die Limo. Ja, aber du hast ja noch zwei oder nur eine. Zwei, glaube ich. Ja, also, das schaffst du locker. Und ich höre jetzt auch gar keine Musik, das ist auch so, ne? Du hörst... Ja. Die Musik. Das ist irgendwie wie bei Zelda auf Ocarina of Time, wenn auf einmal der Mond schnell unterging. Jetzt geht er unter! Ja, ich habe keine Ausdauer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles gut. Versteck dich, man soll sich ja verstecken. Bleib einfach wieder hier drin. Das ist so nicht. Unheimlich, weil man auch gar nicht weiß, was passiert. Da stand ja nur, dass diese gruseligen Figuren kommen. Du bist einfach weggeburnt. Ich würde gern einmal von diesen Gruselfiguren gefressen werden. Ich hatte ja leider einen erbärmlichen Tod. Durchgedreht, Nerven verloren, war zu viel für Gnu. Das war zu viel für mich. Das waren diese gruseligen, puppetartigen Figuren. PC will es wissen. Ich habe eben gerade jemand gehört, der eine... Okay, es war der Schrank. Ich dachte eben gerade, jemand schließt da oben irgendwas auf. Oh Gott, gruselig. Das waren auch so gruselige Häuser, alle irgendwie gleich. Hell, ich habe mal so einen Film gesehen mit Jesse Eisenberg. Da waren die irgendwie auch bei so einem Haus und haben das da genommen und plötzlich hatten die ein Kind. Da kam aus dem Nichts irgendwie ein Kind. Die konnten das Kind nicht loswerden und das Kind hat sich irgendwie von dem ihren Elend oder sowas ernährt. Oh, gruselig. Das war auch richtig durch. Die waren auch in so einer Vorstadt und da waren halt keine Nachbarn, gar nichts. Und die kamen da auch nicht weg. Die sind mit dem Auto gefahren und sind da immer wieder in so einem Loop gelandet. Gruselig. Da wollte sich irgendwie durchbuddeln und irgendwann hat er dann, glaube ich, seine Vorgänger da unten gefunden oder sowas. Das war auch so ein Durchner-Film. Da meint jemand, wir können uns töten lassen, wir spawnen hier wieder in der Nähe. Falls du es sehen willst. Will ich sehen? Jetzt bin ich schon so weit. Vielleicht schaffst du es ja gar nicht zum Nuten Roshi. Oder wer war nochmal der Gott bei Son Goku? Das ist das Wolkenschloss von Super Mario. Prinzessin Peach, ich komme. Ist sie bei Son Goku? So ein Google, Dragon Ball. Waren Wolken auch massiv. Guck mal, hier ein Seil. Und bam. Yeet. Ach du Alter, Scheiße. Wo sind wir jetzt in einem Zirkus? Oh Gott. Gab es wirklich. Gibt es denn wirklich den Raum? Ich blick da nämlich nicht mehr durch. Es sind so viele Räume. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hey, hier kommt man nicht durch. Was ist das hier? Wahrscheinlich müssen wir an die richtigen... Wo hast du den Stern? Hier. Stern mit einem Kreis.
gibt es hier so drauf? So, die Spielfiguren. Stern und Kreis ist das hier. Oh. Da drüben ist noch einer. Stern und Kreis. Wo war das noch? Ich habe ein Dreieck. Also jetzt ein Viereck meine ich, ein Viereck. Sorry. Das ist ein hier Viereck nicht korrekt. Hab ich hier. Hä? Das war da gerade nicht korrekt. Das muss dahin. Das ist nämlich Stern, Kreis und Viereck. Was? Das ist Stern? Achso, okay. Ja, Stern ist da hinten. Stern im Himmel. Ja, siehst du, so schwer ist das doch gar nicht. Wir sind Profis. Profis. So, was, ist das was hier? Fehlt denn jetzt noch? Kreis. Kreis. Hab ich hier? Dann war's das. Ja. Mehr ist es anscheinend nicht. Nur noch Le Circle. Le Circle. Le Cirque de Circle. Let's go. Willst du da sicher rein? Boah, da vorne ist ein Clown. Hast du Angst vor Clowns? Nö, ich habe eigentlich vor gar nichts Angst, so was Gruselfiguren angeht. Ich habe nur vor Dingen Angst, vor denen man wirklich Angst haben sollte, wie zum Beispiel Krebs. Finanzamt. Davor habe ich Angst. Und das Finanzamt, ja, Krebs und Finanzamt. Vor den beiden Dingen habe ich wirklich Angst. Oh shit, was zur Hölle. Oh, Knacke, ich glaube nicht, dass das angenehm wird. Oh mein Gott. Gibt's einen Clown in den Backrooms? Sollte es nicht. Synthwave. Peace! Ja, was sollen wir hier machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Was ist das? Ich glaube, du bist hier. Hier blinkt irgendwas. Ich habe einen Saft gefunden. Ich trinke jetzt einfach mal den Saft. Oh Gott, da war ein Schattenkies und das warst nicht du. Oh, was ist hier los? Ja, ich sehe Schattenkies. Was ist jetzt los? Ich bin tot. Oh mein Gott, der hat dich zerschlagen. Ich hab mich ihm übergeben. Kiesi, der hat dich zerhämmert. Ja, ich habe mich aber auch tot gekotzt. Ich kenne den Clown doch irgendwo her. Gab es so ein Horrorgame, wo der kam? Ja, der ist Acid. Den gibt's ein paar Mal. In allen möglichen Sachen. Was müssen wir. Oh shit, ich bin tot. Boah, was müssen wir machen? Ich weiß es nicht. Keiner Musik folgen. Ja, aber wie lange muss man da einfach nur eine Zeit lang durchhalten und dann hört das irgendwie auf, oder? Aber wenigstens haben wir schon mal das hier. Und vor allem, was muss aufgehen? Ich brauche auch eine Lampe. Wo hat's denn eine? Das ist vorhin einfach... Ich sehe. Hier ist eine, ich habe aber selber noch keine. Ich suche. Shit. Du hast eine. Ich habe eine, ja, aber... Aber ich nicht. Einfach durchhalten jetzt? Oder hinten hat es gebimmelt. Okay, man darf nie zu dem bimmeln. Wenn es bimmeln ist, dann musst du weg vom Bimmeln. Ja. Oh Gott, ich sehe auch gar nichts mehr richtig. Ich sehe immer diese komischen Partyfiguren. Oh Gott. Shit. Konzentriere mich jetzt auf dieses Bimmeln, aber kann man den irgendwie töten? Ich glaube nicht. Oh fuck. Oh mein Gott, it's a trap. Und der will uns richtig anlocken mit Süßigkeiten. Ich habe das nämlich getrunken, es war vergiftet. Ach so. Ja, ich dachte, oh cool. So einer von diesen legendären Getränken und dann. Na guck, der will uns anlocken. Mit Free Candy. Klassischer Clown. Ja, Schwein. Shit, ich sehe. Oh mein Gott, eben gerade ist irgendwas. Oh, da war er! Ist er tot? Oh mein Gott, der ist nur. Nee, aber der sieht aus wie so. Oh shit! Strom aus Konfettis. Mich hat er. Ja. Shit. Aber was müssen wir denn machen? Einfach nur durchhalten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen den schon irgendwie besiegen. Ja, aber wie? Ich frag mal das Lösungsbuch. Hey, man kann jetzt nicht mehr klausen, hallo? Düt, düt.
Bist du das? Nee, das ist er. Da hinten ist irgendwas. Ich glaube, da hinten kann ich irgendwas drücken. Ja, die Bahn oder sowas. Ja, stimmt. Oh, shit. Oh, nein. Oh, Mann. Okay, durchhalten, bis das kommt. Ja. Dann wahrscheinlich das Ding drücken. Ja. Ja, wir müssen in den Wagen in der Achterbahn einsteigen. Aber ich brauche halt echt eine Taschenlampe, bevor die Kacke hier losgeht. Hier noch eine rum. Nee, ne? Da vorne liegt eine. Liegt nur noch eine Taschenlampe hier. Ist ja ätzend. Ja, eine Taschenlampe habe ich jetzt. Ach. Scheiße. Oh, das Ding ist auch eine Sackgasse. Komm schon, du schaffst das jetzt. Hat da wieder eine Halluzination. Da vorne ist der echte. Er ist weg. Muss halt dann gucken, dass bei der Achterbahn das Licht da, ne? Muss ja. Er ist vor dir, vor dir, vor dir. Ist weg. Oh Gott, Stress. Oh fuck, hinter mir. Ja, jetzt zur Achterbahn. Nee, es war doch nur ein Hupen. War nein, ja, das ist okay. Es, nein, das ist es. Okay, okay, ich gehe. Moment. Hat keine Ausdauer. Oh Gott, lauf doch. Oh nein, Knu. Oh fuck, mal leid. Da rein, ja. Schnell, drück. Ich kann nicht drücken. Oh Gott. Hast du? Oh ja, ich bin drin. Yay, Achterbahn. Fancy. Oh Gott. Okay. Oh, jetzt sind wir in irgendeinem... Alter, ist das für ein ekelhafter Raum. It's the final countdown. Flashlight. Hier, guck mal, leucht mal hier rein. Ist hier noch irgendwas für mich? Oh, hallo. Das ist ey, Kollege. Hau mal ab. Ich hab... Taschenlampe? Nein, nee, ne? Gib mir Licht. Ja, komm mal, ja, da drüben ist ja eine. Hol dir doch mal eine. Hier. Oh. Das ist aber nicht gut, wenn wir eine bekommen. Weißt du das? Ich weiß gar nicht, was wir hier tun müssen. Hast du eine Ahnung, was wir hier tun müssen? Das ist bestimmt irgendwas richtig ekelhaftes. Das hier letzte drin. Labyrinth. Ja, das ist bestimmt nochmal richtig Knalle. Gott, die Atmosphäre hier drin. Ist auch Geräusche. So, also so eine leichte Melodie. Ja. Hä? Was sollen wir hier machen? Oh Gott, keine Ahnung, lauf. Wie, ist da was gewesen? Ich weiß es nicht. Es hat mich irritiert und war laut. Mandelmilch und Schokolade. Müssen wir vielleicht der Musik hinterher? Wie immer wieder gefühlt... Wiederholt sich das immer wieder, ne? Ja. Okay, die Musik verändert sich. Was ist das? Was ist war das? Das gehört? Oh ja. Wie so ein Kratzen. Strom, oder? Oh! Flashlights don't work past here. Oh nein, was ist das denn jetzt? Oh nein. No. Weißt du was? Es ist wie mit dem Wasser. Oh nein. Kannst du leuchten und ich hab den Scanner? Warte, ich guck mal. Das kommt immer näher. Das kommt immer näher. Ja, ich kann leuchten. Ich glaube, dass die Taschenlampe ausgeht tatsächlich. Ja, das Ding ist direkt da vorne. Oh ja, ich seh's. Es will mich. Ich bin tot. Echt? Nein, es geht weg. Hängt fest. Jetzt kannst du vielleicht Achtung, es geht zurück. Oh, es kommt wieder. Geh weg, geh weg, geh weg. Aber es kommt hier nicht durch. Aus Gründen kommt es hier nicht durch. Ach, wir müssen den angucken. In die Hocke gehen und stehen bleiben. Also ich bin jetzt da. Ja, ich hab das Ding. Nimm dir mal noch die zwei Drinks mit.
Ich habe die Taschenlampe, die bringt ja hier unten nichts. Ich glaube, die wird ausgehen. Wir sollen, wenn die auf uns zukommen, einfach stehen bleiben und nichts machen. Ich sehe hier gar nichts, ne? Nur so als kleine Randinfo. Ja. Geht deine Taschenlampe aus? Okay, ab jetzt sieht man nichts mehr, weil es so dunkel ist. Ich muss auch jetzt tatsächlich das Ding nehmen. Oh Gott, Hilfe, das ist ja richtig kacke. Wie soll denn das funktionieren? Die Taschenlampe funktioniert hier gar nicht. Nee. Keine Ahnung, ich... Oh mein Gott, wir müssen einen Linksklick machen mit dem Gerät. Oh mein Gott. Ach so, um Gottes Willen. Oh. Ja, aber, hä, da sind bei mir überall rote Punkte. Ja, ich sehe es auch. Dann den roten hinterher. Rot nicht Gefahr? Nee, es sollen immer so roten Punkt hinterher. Den roten Punkten, die wir da sehen, oder? Nee, Mama, hier geht's ja nirgendwo lang. Wir hätten eigentlich zusammenbleiben sollen. Ich bin in irgendeinem Raum, wo irgendwie nur Sackgassen sind. Hier geht's nochmal. Ey, das ist total irre. Eben ist irgendwas an mir vorbeigelaufen. Was tut das? Das kann sein, aber ich sehe dich ja nicht mal. Ja, hier ist auch eine Sackgasse. Boah, ist das ätzend. Ich sehe nur rote und gelbe Punkte, wenn ich das drücke. Du auch? Nee, ich sehe, ja genau. Und die zeigen dir, wo eine Wand ist und was. Und ja, wo aber Räume sind. Ich finde im Moment gerade keinen Durchgang, weißt du? Ach so. Mach einfach die ganze Zeit Spam, einfach die ganze Zeit, weil dann zeigen sich die Räume immer besser. Aber stehen? Ja, genau, bleib hier. Wir gehen da lang. Da ist der rote Punkt. Da lang. Aber man muss sagen, die kommen echt auf krasse Ideen, ne? Oh, der rote Punkt. Oh. Greif für dich an. Stehen bleiben und ducken. Der ist direkt hier. Ja, ich sehe ihn. Müssen wir dem hinterher? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, das reicht uns doch. Je roter es ist, umso besser ist es. Stehen bleiben. Nicht bewegen. Steht direkt an mir dran. Ich muss leider einen Drink zu mir nehmen. Muss mal kurz juicen. Je roter das ist, umso besser, oder was? Ja. Wenn ihr dem Orangen folgt, wird es lila, dann findet ihr den Ausgang. Oh, da ist lila. Wo ist... Hier, direkt bei mir. Ja, hier ist lila. Ich sehe es auch. Warte, hier sehe ich auch was lila anders. Aber hier ist nicht mehr lila. Da muss hier irgendwo der Ausgang sein. Hier lang, hier, 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 hier. Ja, hier ist komplett lila. Ja. Hier ist wieder so eine Sackgasse. Guck mal, hier ist so ein... Ich kenne hier diesen ganzen Gang. Ist aber auch nirgendwo irgendwie ums Eck oder so. Kann das sein, dass ich das Gerät... Ah, ich habe einen Ausgang. Oh Gott, ich hab's. Kies. Ja? Hier. Warte, ich muss... trinken. Wo bist du jetzt? Ich bin immer noch in diesem Gang. Ja, ich mach die ganze... Ja, komm. Da, komm. Boah, Alter. Boah. Was für ein crazy Level. Das schaffen wir auch nur zusammen. Süß. Ja, krass. Sind wir jetzt daheim? Kies. The home is the home. Sind wir jetzt daheim? Ja, hier ist wieder der Tunnel. Müssen wir in den Tunnel? Ja. Ne, warte mal, hier ist noch eine Tür. Ne, das ist das Backstein-Level. Oh, hier ist Wasser. Nach unten. Du, nach unten. Hä? Treppe runter. Die Treppe runtergehen. Oh Gott. What? Squad. Errungenschaft freigeschalten. Die Backrooms nehmen einfach kein Ende, ne? Oh Gott.
Ey, Kies. Wir haben es geschafft, ey. Holy shit. Ja, heftig. Was ein Trip wieder, ne? I got the Kies, Kies, Kies. Oh, Kies, ich liebe deine Ausdauer. Es war mir ein Fest. Part 3 ist in Entwicklung. Echt? Oh, ich sehe uns da schon. Klar, müssen wir auch machen, ne? Als Backroom-Experten, als Erforscher der Hintertüren. Ja, spielt sich bei mir auch selbst beendet. Das hat keinen Bock mehr. Aber wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo bei uns beiden und checkt gerne alle anderen Folgen in der Beschreibung ab. Wir sehen uns. Tschüssi.